Willkommen, liebe Freunde, Pokémon Trading Card Game versus Cornelius von Cornell. Krasser Scheiß. Ich hab die Wahl, ob ich anfangen möchte. Wie war das nochmal? Hat man immer erstmal angefangen oder nicht? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also, es war besser anzufangen. Ich hatte immer eine Strat dafür, irgendetwas zu tun oder nicht zu tun. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich fange nicht an. Okay, also ich hätte angefangen, aber auch nicht, weil ich es weiß. ich weiß halt auch nicht mehr, wie es war. Als ob ich so schlechte Karten ziehe. Was spielst du denn für ein Deck? Es geht nichts an. Jetzt sag doch mal. Ist ein selbsterstelltes. Was? Natürlich. Nein! Wir spielen Themendeck gegen Themendeck. Nein. Was soll das denn? Das ist ja komplett fake. Als ob ich das langweilige Themendeck Hallo? Was ist los mit dir? Oh mein Gott. Guck mal, mein Männchen ist schwächer als deins und hat sogar, er hat keine Schwäche. Ja, reit die Fresse. ich hab Kartrau gezogen. Das ist natürlich, Das ist schon beinahe Epic Win, ne, würde ich sagen. Episch. Ach man, Wollo, ich hab. Ja. Brief vom Professor, nochmal episch. Ich werde halt verlieren, ne? Schauen wir mal. Noch hat hier keiner gewonnen, noch hat keiner verloren. Als erstes kann man nicht angreifen, ne? Stimmt, da war was. Richtig. Da war was. Ey, mega schlechte Karten, das ist ja der Wahnsinn. Bam! Autsch. 10 Kornel. Friss es. Oh, der hat schon zwei Karten dran. Gleich kann er seinen Ultra-Mega-Hit benutzen und dann... Oh Gott. Dann hab ich ein Problem. Jetzt muss ich kurz überlegen. Achso, nee, das will ich natürlich nicht machen. Okay, ja, wie geht's dir, Wollo? Lang nicht mehr geredet. Mir geht's. Lang nicht mehr gesehen. Mir geht's schlecht. Du bist doch auf YouTube? Mir geht's schlecht, wie immer. Und dir? Und ja, ich bin auf YouTube aktuell aktiver. So aktiv wie dieses Jahr noch nie. Würde ich sagen. Ich denke, das kann ich mit Fug und Recht behaupten. Oh, fuck. Ja, gut. Ich glaube, das ist ein Problem, Wollo. Ja. What the fuck, was hast du denn für Karten? Chill mal deine Eier erstmal, ne? Wir schauen mal, wie das hier weitergeht. Wie geht's dir? Ja, mir geht's soweit ganz okay. Was sagst du so nett? Also, könnte besser sein, ne? Das kannst ja immer. Aber man will ja auch nicht zu stark heulen. Nee, im besten Fall nicht. Aber ich finde, heulen ist auch manchmal angebracht. Wenn es ja, entsprechend schlimm ist, darf man auch mal heulen. So, ich will auf jeden Fall dich und dich. Vorne Arsch auf Grundeis. Arsch auf Grundeis ist jetzt angebracht. So, und ja, jetzt. Ich werde verloren haben. Jetzt tötest du den, dann habe ich halt verloren. Ich werde halt dieses Pokémon nie wieder besiegen können. Das halte ich für ein Gerücht. Was das hältst du für ein Gerücht? Ja, du ja musst nee. Jetzt ja, Wollo, willst du mir jetzt hier aus? Du kennst das doch! Du kennst Lass das doch! Presse. Wenn man der eindeutige Sieger ist, ist es deine Pflicht, zu sagen, nee, ha, da kann doch was passieren. Was soll das denn? Ja, ich gucke jetzt mal, ob ich auch noch ein Deck von früher habe. Alter, bricht der ab? Ja, wenn du hier so, weißt du? Bricht der ab! So eine 31er-Aktion so eine Muschi, startest. Das gibt's ja wohl nicht. Komm, forder mich heraus. Ja, ich fordere dich heraus. Ja. Traum ich. Weißt du? Vorher noch gesagt, Themendeck, ja? Okay. Nein, kein Mensch hat das gesagt. Doch, haben wir gesagt. Nee. Dann hätte ich's ja gemacht. Also jetzt Themendeck, ne? Nein. Gut. So, ja, guck mal, was für ein ekliger Mensch du auch bist. Hat Wieso? Voll die Ex-Pokémon, die krassen Glitzerdinger, hat so eine scheiß Gold-Case für sein Deck. Typisch YouTuber. Gold-Case? Das weißt du? Ah, nee, das habe ich auch gerade. Habe ich alles geschenkt bekommen. Ja, klar.
Oh, mega guter Start. Ich habe nicht so einen guten Start. Ja, kann man auch noch machen. Bin gespannt. Welche Themen hat denn dein Deck? Also welche... Ich beschäftige... Was ist das denn für... Was? Ach komm, du kannst nicht mit einem Mewtwo anfangen. Dann muss er auch erstmal befeuert werden, Kornel. Ich kann doch nicht mal jetzt lesen, was der kann. Weil das so... Wie, du kannst nicht lesen? Du musst einfach deine Maus da drauf halten. Ja gut, ist gar nicht so einfach. Ja, während des nächsten Zuges deines Gegners wird Schaden, der durch Angriffe des verteidigenden Pokémons zugefügt wird, um 30 Schadenspunkte reduziert. Was? Ich habe nicht mal verstanden, was ich da vorgelesen habe. Ich weiß nicht, was... Ich hab abgeschaltet während des nächsten. Egal, macht 30 Schaden, ist mir egal. Vor allen Dingen, naja. Was ist das denn, ah? Toxiquack EX, Dreifachgift. Mit der epischen Card Draw. Boah. Ich bin ja im zweiten Zug, ne? Das heißt, ich kann ja angreifen. Also ich kann ja angreifen jetzt, ne? Nee, du kannst nicht angreifen. Du bist klar. Du hast gesagt, du fängst an. Nein, so, du hast das gerade schon gemacht, fängst oder? An. Nein, das ist nur mein Hinlegen. Ach so, okay. Ja, gut zu wissen. Das ist jetzt natürlich komplizierter. Da muss man sich ein paar Gedanken machen, ja. Aber, liebe Zuschauer, was Kornel nicht weiß, ist halt das hier. Ne? Was das denn? Das weiß Kornel noch nicht. Das wird ihn gleich... Oh, shit, mega gut. Was denn? Erstmal Verwirrungsstrat. Wir nehmen noch das mit und dann hätte ich auch noch ganz gerne... Komm, nehmen wir die noch zur Safety. So, aber fangen wir erstmal an. Legen wir mal so. Und dann... Wieso kann ich das jetzt nicht nutzen? Wieso kann ich das nicht nutzen? Moment, wieso kann ich das nicht nutzen? Weil du nur eine Unterstützerkarte pro Turn spielen kannst. Nee, ich... Eigentlich wollte ich ein Männchen benutzen, aber kann ich nicht. Okay, egal, dann... Fangen wir hiermit an. Schwäche? Psycho hat immer auf Psycho Schwäche. Ist das auch ein Psycho-Pokémon? Ja. Wieso ging das gerade nicht? Bin ich gespannt, ob es gleich geht. Großartig Schaden kann er mir nicht machen. Ist also nicht das Problem. Pokémon-Kommunikation? Du hast Pokémon-Kommunikation im Deck? Wow! Das ist krass. Ich weiß selber nicht genau, was ich im Deck habe. Was kann das überhaupt? Nimm ein Pokémon von deiner Hand, zeige es deinem Gegner und lege es auf dein Deck. Wenn du das machst, durchsuche dein Deck nach einem Pokémon, zeige es deinem Gegner und nimm es auf deine Hand. Aha. Krank. Okay, einen Moment. Gut, kann man jetzt ein bisschen Twitter gucken, ne? Es ist nicht so einfach. Lies ich mir mal meine mannigfaltigen Kommentare durch. So kriege ich am Tag. Ah, Kornel, teilweise kriege ich auch mal einen am Tag, ne? Also, da denke ich mir so, wuhu! Die Leute sind hype! Die sind ein Video heiß. Von diesem Bollo! Die haben Bock. Ach, guck mal. Das ist genau wie wenn man den Stream anmacht. Und sieht, dass die ersten 10 Minuten, also während das Stream ist on so langsam kommt, ne, niemand schreibt. Dann, das ist auch so dieses Gefühl, nee, dass man weiß, okay, die Leute haben richtig Bock, die sind heiß. Du guckst in die Kommentare bei einem Stream is on Video? Nein, ich meine den Chat. Wenn da dann nichts passiert. Wenn da niemand so. Was sagt. Ja, da hat man auch so ein richtig gutes Gefühl. Ne? So richtig ja, so, das oh, ist die, ja mein die haben Schmacht, mein Standard. Die haben Schmacht wie Sau. Das kenne ich ja gar nicht mehr anders. Ja, also vorm Stream kenne ich es auch nicht mehr anders. Da redet niemand mehr.
30, okay. Jetzt geht es. Ich wollte gerade sagen, muss noch mal gehen. Was ist passiert? War das nicht schon ein Ex-Pokémon? Bin digitiert. Ein Mega Mewtwo? Mega Mewtwo. Ex, genau. Ach so, das ist ein Mega Mewtwo, was ich hier auf die Hand genommen habe. Genau. Ach so. Da brauchst du Mewtwo für. Na, ich bin so dumm, ich habe letzten Turn ja gar keine Energiekarte gespielt. Und jetzt bin ich so dumm jetzt. Oh nein! Das wäre voll gut gewesen, wenn ich das letzten Turn gemacht hätte. Leg mal ein Pokémon auf die Bank, sonst ist gleich vorbei. Ja, ich hab ja nur. Sieh mal zu, dass da was kommt. Sonst überrolle ich dich einfach. Sonst überrolle ich dich einfach. Kein Wunder bei deinem Körperbau. Naja, mit meinem Körperbau wird es immer noch schwierig, deinen Körperbau zu überrollen. Immerhin. Das ist dann so, dann rolle ich da so hin, ne? Du liegst da. Ich komm nicht rüber. Weißt du, was wir spielen müssten? Rock of Ages oder so heißt das. Boah, davon hab ich gehört, aber ich wüsste jetzt nicht. Aber ich bin Wolle, ich mag keine Spiele. Das ist das Problem. Ich hab mal irgendeinen Ball rollen sehen. Das sagt mir auf jeden Fall was. So. Oh, guck mal, das kann man schon mal hier anlegen. Ja, jetzt tötest du den ja One-Shot. Das war ein Fehler. 1, 2, 3, 4, 5, 750, der überlebt. Schauen wir mal. Na! Man kann doch nur eine Energiekarte pro Turn spielen! Ich habe aber noch keine Energiekarte gespielt. Hä? Ach so, okay. Ja. Ich dachte, du das. Ja, ich sag mal so, ne? Ich zieh halt auch nur Scheiße. Das ist ja komisch, dann hast du ja nur Scheiße in deinem Deck. Nee, hab ich nicht. Jetzt haben wir auch sowas zu sagen. Er muss ja. Pass mal auf. Du bist so ein richtiger Ekliger. Ach Gott. Arroganz Stück Scheiße. Tja, du weißt, die Leute mit einem mächtigen Deck, die sind immer. Vor allen Dingen mächtiges Deck. Das Ding ist online, krieg ich nur auf die Fresse. Dann bin ich so zerfickt. Ja, ich wusste nicht, was ich für ein Deck spiele. Nee, also im nächsten Game zerfetze ich dich. Mein Deck ist auch nicht so schlecht. Also wir haben ungefähr das gleiche Deck. So fast. Ey, gut, du spielst einen Kangama. Da kann man sich nur den Kopf schütteln, ne? Das hat einmal Dreifachzug. Da könnte man am Anfang andauernd drei Karten ziehen. Mit ja, einer Energiekarte. Und der Verwandtenkick, ne? Wir haben eine Münze bei Kopf und die sagen auf 30 weitere Schadenspunkte zu. Sie macht 70 Schaden und dann kann 100 Schaden. Ja, ist gar nicht schlecht. Ja, gerade wenn man das als erstes Pokémon zieht, ne? Dann denkst du dir, hast direkt einen Steifen. Wenn es so gut ist. Das ist fürs Early Game. Boah, die gefährlichen Männer. Reicht nicht, Korne. Reicht einfach nicht. Hört ihr das? Richtig. Er überlegt. Man hört's, ne? Es rattert richtig. Genau. Machen wir so. Geben wir ihm auch das, damit meine Hand nicht zu voll wird. Das ist ja ganz wichtig in dem Spiel. Es gibt eine Handsize in dem Spiel, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe sie noch nie erreicht. Ich weiß auch nicht. Man kann auf jeden Fall mächtig viel rausprügeln. Was hast du denn jetzt? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Aber wir werden es gleich sehen, ne? Das funktioniert nicht, Korn. Wie viele Mewtwo hast du denn? Genügend. Leute! Alter, da sieht man, vor ein paar Jahren war der Wolle noch im Gespräch, ne? Ja, ich habe so viele Karten geschenkt bekommen. Ja. Meinst du, wie viele Karten ich heute kriegen würde? Keine, vielleicht drei. Keine.
Ey, Wollo, ich hab da eine Karte. Für 5 Euro gebe ich sie dir. So wird's dann aussehen. Früher hätte ich sagen können, du, ich nehme deine Karte, wenn du mir noch 5 Euro drauflegst. Nein! Ich bin so dumm! Nein! Ist das falsche, kann man, falsche Männchen hingelegt, aber so oder so. Kann man das Item irgendwie entfernen? Nein. Oh, ich bin so dumm. Jetzt hast du den Geistesbund gezogen, wa? Nee, habe ich nicht gezogen. Ja gut, dann machen wir es anders. Dann machen wir so. Dann machen wir das so. Ich wollte halt eigentlich das behalten. Dann machen wir so. Dann machen wir so. Boom! Back in the game! Back in the game! Der lebt doch! Oh Mann, der mit dem anderen Pokémon hat es funktioniert, weil das andere Pokémon hatte eine Energiekarte mehr. Oh, ich hasse mein Leben. Nur weil ich das Item da dran gelegt habe, ich wusste das nicht mehr, dass man nur ein Item an einem Pokémon legen kann. Ja, okay, aber MVP meiner. Würde ich jetzt so nicht sagen. Liebe Freunde, das war's von diesem nice Part bei Cornel. Gibt's die Revanche. Schaut's euch an. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss.